Meine Jacke, die gerne. Oh, ich glaube, das ist nicht gut mit der Jacke, ne? Ich ziehe sie mal aus. Ist dann nicht so laut, ne? Man muss auch aufpassen, was man trägt, ne? Sonst ist es zu laut. Ja, ansonsten bin ich soweit zufrieden. Auch so die Haare hier. Ich muss diese Mikrofonsituation nochmal neu überdenken. Ich will eigentlich, dass hier gar nichts dran hängt, sondern hier oben oder unten oder irgendwo aufgenommen wird. Naja, irgendwann komme ich dahinter. Übung macht den Meister. Okay, ich habe heute für euch ein aufgebraucht Video. Es ist nicht viel, aber da sind einige coole Sachen dabei, zu denen ich meine Erfahrung berichten möchte. Und ja, habt ihr Interesse? Dann bleibt unbedingt dran. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Nastja und du bist auch herzlich eingeladen, diesen Kanal zu abonnieren. Hier dreht sich auch alles um Beauty, Fashion, Lifestyle, es gibt auch Vlogs. Und das Ganze alles aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung heraus. Ich bin kein Profi oder sowas, ich berichte einfach nur als ein ganz normaler Mensch auf dieser Erde, wie ich die Dinge finde und wie ich sie mache. Also, wenn du Bock hast auf diesen Kram, dann gerne diesen Kanal abonnieren. Und ja, wenn dir am Ende das Video gefällt, dann würde ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, los geht's. Ich zeige euch nochmal diesen Korb. So sieht er aus. Er ist jetzt diesmal nicht übergefüllt. Ich glaube, es sind jetzt 2 Monate her, wo ich das letzte Mal mein aufgebraucht Video gedreht habe. Und ja, klein aber fein. Wahrscheinlich wird das Video mal kürzer. Das ist eigentlich mein Goal für dieses Jahr, versuchen die Videos kürzer zu halten, was mir echt selten gelingt. Ich rede einfach gerne irgendwie. Ich möchte halt meine Erfahrungen und meine Meinung dazu sagen so und versuche halt jedes Detail zu erwähnen irgendwie. Naja, ich lege einfach mal los. Ich zeige euch zuerst die langweiligen Sachen, die ich seit Jahren alltäglich benutze und die ich schon so oft in den aufgebrauchten Videos gezeigt habe. Und zwar mein Gesichtswasser von Garnier, hautklar. Es gibt für mich einfach immer noch keinen Ersatz. Ich teste zwar immer wieder was, aber auch mit Vorsicht, weil ich dann merke, dass meine Haut darauf nicht so gut reagiert. Und bei diesem Produkt kann ich mich einfach immer drauf verlassen. Und es ist auch cruelty-free, also tierversuchsfrei, ein Bonuspunkt überhaupt. Dann habe ich hier ein Deo von Far Luxurious Moments. Ich wechsle da auch ab und zu zwischen den Duftrichtungen. Es ist jetzt meiner Meinung nach jetzt nicht das beste Deo, aber es ist das beste Deo, was ich vertrage. Man muss vielleicht öfters sprayen und so weiter, aber es ist halt das beste Deo. Es gibt noch das andere, was ich euch in anderen Videos erzählt habe, was ich besser finde oder am besten finde, aber das vertrage ich halt nicht so gut wie das da. Und das sprühe ich, wenn ich weiß, ach, der Tag wird richtig furchtbar körperlich anstrengend, dann sprühe ich das. Und das sprühe ich halt, wenn ich weiß, dieser Tag wird locker flockig sein und ich werde nicht so viel schwitzen und so. Und ja, ich vertrage es halt am besten und deswegen benutze ich das halt. Dann noch mal eine ganz kurz langweilige Sache. Shampoos von Head & Shoulders. Dieses Shampoo haben wir jetzt am besten vertragen in dieser Flasche, in diesem Dings, aber sie haben das jetzt umformuliert. Es ist jetzt eine durchsichtige Flasche geworden und es ist nicht mehr so cool wie früher. Also das ist schon das zweite Mal, dass wir ein Shampoo finden, was wir voll cool finden, also mein Mann und ich. Und dann formulieren die das um und dann ist vorbei. Also das war schon mal bei Head & Shoulders und ja, jetzt haben wir das andere und das andere in der durchsichtigen Flasche, die auch übrigens schmaler ist, also weniger drin wahrscheinlich ist. Ich habe nicht geguckt, aber wahrscheinlich ist da auch weniger drin, weil die Flasche eben halt schmaler ist und das vertrage ich halt jetzt nicht mehr so gut wie das da und das finde ich halt schade. Ja, jetzt steht das so als B-Produkt in meinem Badezimmer und deswegen verwenden wir jetzt dieses hier in dieser Form. Ihr seht ja schon, 2-mal aufgebraucht. Genau, ist auch hier ein bisschen anders, ne? Vom Design, ne? Sieht man hier, ne? Also, aber auf jeden Fall mit diesem Eukalyptus drin, beruhigt, juckende Kopfhaut, das tut es wirklich. Und ich habe jetzt für mich so gemacht, dass ich jetzt in meinem Bad, ich habe so viele Shampoos im Laufe des Jahres ausprobiert, um da eine Alternative zu finden, die so gut mir hilft wie das da. Aber bis jetzt habe ich nichts gefunden und deswegen hat sich so viele Shampoos angesammelt und es steht so viel, dass ich jetzt keine neuen Tests machen werde. Es gibt zwei Produkte, wo mich es juckt, das mal auszuprobieren. Und zwar das von Kérastase, da gibt es eine neue Anti-Schuppen-Linie. Und von Goul, da will ich auch gerne was ausprobieren. Aber das ist keine Anti-Schuppen-Reihe, sondern einfach schöne Haare.
Haare zu bekommen. Das sind so zwei Sachen, die mich jucken, aber ich versuche mich da zu beherrschen und zu warten, weil wie gesagt, ich habe jetzt so viele Shampoos in meinem Badezimmer stehen, es reicht wahrscheinlich bis nach meinem Tod. Und ich habe für mich jetzt so entdeckt, ich habe jetzt im Badezimmer, also in der Dusche stehen, ein Anti-Schuppen-Shampoo von dem, dann ein von diesem Test, also normales Shampoo und ein Silber-Shampoo. Und das sind so Sachen, die ich dann immer im Wechsel benutze, ne? Also Silber-Shampoo tue ich nicht direkt auf meine Kopfhaut auftragen, weil das vertrage ich auch nicht. Ich mache so, das habe ich auch mit meiner Friseurin so erzählt, die gesagt, ja, das könnte gut funktionieren. Ich trage halt das hier auf, die Anti-Schuppen-Shampoo, was ich vertrage, nur auf die Kopfhaut, massiere das ein, lasse es einwirken und dann nehme ich das Silber-Shampoo, aber auch nie, also nur einmal die Woche, vielleicht alle zwei Wochen und dann trage ich mir das in meine Längen auf quasi, ne? Und wenn ich sie, ich muss aufpassen wegen Mikro, und wenn ich sie besonders graustickig haben will, dann nehme ich noch die Spülung von L'Oreal in diesem Bottich. Funktioniert mega gut und dann sind die auch wirklich schön graustichig, ne? Und ja, wie gesagt, ich benutze jetzt in Abwechseln ein normales Shampoo quasi, ein Shampoo dies und ein Silber-Shampoo. Genau. Und ja, im Moment benutzen wir halt diese Reihe mit diesem Eukalyptus und ja, das ist halt jetzt das Beste von allen, aber auch nicht so gut wie früher halt. Dann zeige ich euch einige Spülungen, die ich jetzt aufgebraucht habe. Ich habe einmal von Olaplex die Nummer 5 und ich finde für 30, 40 Euro oder was es kostet, vielleicht auch 25 Euro, finde ich, es funktioniert nicht gut genug für den Preis. Dann muss man aufpassen, dass andere Produkte nicht keratinreich, weil dann funktioniert das nicht. Finde ich irgendwie blöd. Ich finde, für dieses Geld sollte meine Haare so nach jedem Waschen so wow sein. Also dass man wirklich merkt, okay, da passiert was, aber da passiert tatsächlich nichts. Also passiert so viel wie bei einer Drogeriespülung. So. Und dann muss man auch noch aufpassen, dass andere Produkte nicht keratinreich sind. Also das finde ich auch irgendwie doof. Und man muss es mit der ganzen Reihe benutzen, finde ich auch irgendwie doof, damit das richtig funktioniert. Und das ist mir einfach nicht wert. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie für, sag ich mal, das günstigste 25 Euro sollte das wirklich ohne Probleme funktionieren. Und es sollte wie beim Friseur, weil beim Friseur ist es oft, die tragen da irgendeine spezielle Maske auf, die wirklich nur nach dem Friseur so gut aussieht, ganz ehrlich. Und das kommt eigentlich aus dem Salon, ne? Friseursalon, aber I don't know. Also ich finde, ich werde mir das nicht mehr kaufen. Ich fand die Nummer 6 voll cool, aber das war für mich auch ein ganz normales Leave-In-Produkt. Für dieses Geld habe ich vielleicht mehr erwartet. Das ist so meine Meinung. Ich finde, wenn man so 25 Euro, 20 Euro, 30 Euro bezahlt, dann sollte man da wirklich schon einen Unterschied merken, sagen, spätestens nach dritten, vierten, fünften Mal benutzen und dann, wie gesagt, ich habe es jetzt aufgebraucht. Dann hatte ich das Problem, das hier, ne, dieses Design hier. Ich finde, ich würde es lieber begrüßen, wenn es wirklich so runterläuft, ne, weil ich musste so mit dem Finger da reingehen und wirklich diesen ganzen Rest da versuchen rauszukratzen. Das war wirklich schwer, ne? Da sollten Sie vielleicht mal was überdenken, finde ich. Also dieses Produkt ist so, so teuer. Da muss jeder Tropfen rauskommen und nicht, dass da wirklich was am Boden bleibt. Also ich habe es aufgebraucht. Ich würde es aber auf jeden Fall nicht nochmal nachkaufen. Ist mir einfach zu viel Aufwand und zu wenig Wirkung für das Geld. Ja, dann habe ich noch eine Spülung heute gerade aufgebraucht. Also da kam wirklich das letzte Tröpfchen aus von Redken extra für blonde Haare. Die ist auch so ganz leicht violett, ne? Also das war halt eine Spülung. Hat mir auch nicht gefallen. Also das heißt, es hat meine Haare nicht geschadet. Es hat sie aber auch nicht gräulich gemacht oder so. Also die Verfärbung vom Produkt ist einfach zu wenig, dass es die Haare gräulicher macht. Und ja, würde ich auch nicht kaufen und hat mich auch jetzt nicht umgehauen für dieses Geld. Deswegen, ich habe das damals bei Look Fantastic in der ganzen Reihe gekauft. Also ich habe noch das Shampoo davon und so ein Produkt, das man 20 Minuten einwirken lassen soll. Dann habe ich noch ein anderes Produkt, so eine nicht Spülung, sondern ich weiß nicht, irgendwann in einem Aufgebraucht-Video wird ihr es sehen. Aber ich werde es mir nicht nachkaufen. Ich finde, die Maske von L'Oreal in diesem Bottich, die richtig schön violett sind, ist mega gut. Wirklich mega gut. Die pflegt meine Haare auch und sie färbt die halt lila oder gräulich. Und ja, das ist auch, was ich schon zweimal nachgekauft habe. Aber das ist es mir auch wie bei Olaplex einfach nicht wert. Das macht meine Haare auch nicht viel schöner als ein Drogerieprodukt. Ich finde das von Fruities in dem Bottich,
zum Beispiel wahre Schätze oder gibt es Hair Food. Das finde ich ganz cool. Also für den Drogeriebereich finde ich voll cool und dann ist das auch wieder cruelty-free. Dann habe ich noch zwei Gesichtsprodukte aufgebraucht. Einmal von Neutrogena. Habe ich mir auch übrigens jetzt schon wieder nachgekauft und benutze das eher hier oben abends nach dem Abschminken als Reinigung. Und das ist 2-in-1 Reinigung und Maske. Ich benutze das meistens nur als Reinigung mit klärender Salicylsäure. Reinigt tief, wirksam und bekämpft Pickel, hilft neuen Pickel vorzubeugen. Ich finde, da ist auch ein ganz, ganz leichtes Peeling-Anteil. Also man merkt da so ganz kleine Körnchen oder was auch immer drin ist. Und die peelen ganz, ganz wirklich unauffällig die Haut. Und gleichzeitig trocknet das die kleinen Pickelchen aus quasi. Und ich habe das Gefühl, dass da so eine minimale Schicht an Haut irgendwas runter peelt quasi. Und man merkt, dass es wirklich gereinigt ist und es erfrischt, weil es halt Salicylsäure drin hat, ne? Also ich finde das cool. Ich finde das Produkt echt gut. Deswegen kaufe ich das auch immer wieder nach. Aber das ist auf Platz 2 und auf Platz 1 ist Neutrogena, das mit Aktivkohle drin. Genau. Und ein weiteres Peeling, was ich mir einmal nachgekauft habe, aber ich bin erstmal damit fertig. Und zwar das von Kiko Lost in Amalfi Exfoliant Face Scrub. Das habe ich zweimal sogar benutzt, also zweimal nachgekauft. Das ist die zweite Tube. Und ich war ja letztes Mal bei Kiko und ich habe es leider nicht gefunden. Vielleicht gibt es das noch online, ich weiß es nicht. Aber ich werde es mir auf jeden Fall jetzt nicht nochmal nachbestellen, weil ich habe jetzt ja was, was ich teste, was auch Peeling ist. Ne? Und das wäre, glaube ich, viel zu viel fürs Gesicht, wenn ich noch ein Peeling-Produkt da stehen habe. Ich habe ja jetzt schon einiges. Ne? Ich habe von Wishful ein Peeling-Scrub. Auch ganz gut mit Enzym und Peeling. Dann habe ich von The Ordinary was. Ja, ich habe ein paar Produkte und deswegen kaufe ich das erstmal noch nicht nach. Aber es war eigentlich voll cool. Ich habe es wirklich gerne benutzt. Und wie gesagt, ich habe es zweimal nachbestellt. Also zweimal gekauft. Und ja, ich habe es auch aufgebracht. Und ich kann da wirklich nichts Schlechtes sagen. Ich muss aber sagen, das ist eher ein grobes Peeling und ich meine, das hat auch Enzyme mit drin. Ne? Energie spendet und aufklärende Scrub für das Gesicht mit Zitrusfrüchten durch. Partikel der Schalen von Orange und Zitrone sorgen für ein sanftes Peeling. Also sanft finde ich nicht, aber auch nicht zu grob. So dieses schöne Mitte. Also ich finde es cool. Und ich denke mal, durch die Säuren von der Schale und Zitrusfrüchte macht das auch einen kleinen chemischen Peeling. Also ich fand es gut. Wie gesagt, ich habe es zweimal nachgekauft. Und mein vorletztes Produkt, was ich immer noch heute nehme, das von Taxofit Magnesium für die Nacht. Also ich nehme es wirklich vorm Schlafen und ich habe das auch sogar meiner Ärztin gezeigt, dass es genug, wirklich genug drin, was auch da drauf steht, dass das 500 Milligramm sind. Genau. Und ja, Magnesium. Aber ich habe es jetzt erstmal prosiert, weil ich glaube, dass es zu viel gewesen war. Dass das so, ja, Magnesium wirkt ja auch abführend, ne? Und ich habe erstmal eine Weile gebraucht, rauszufinden, was das ist. Und ich habe es jetzt seit ein paar Tagen aufgehört zu nehmen. Vielleicht nehme ich das nur noch in der Frühschicht oder so. Oder wenn ich wirklich nicht einschlafen kann. Ich muss so sagen, dass das vom Einschlafen her super gut wirkt. Also ich kann damit wirklich gut einschlafen. Das ist auch, weswegen ich angefangen, das jeden Abend zu nehmen, damit ich einfach gut schlafe und durchschlafe. Finde ich voll cool. Und das gibt es auch von Magnesium und Taxofit auch ohne für die Nacht. Aber ich nehme das halt wirklich wegen danach, damit ich halt gut schlafen kann. Und es hat wirklich funktioniert. Und ein letztes Produkt ist ein Make-up-Produkt. Und zwar das von Giorgio Armani Luminous Silk Foundation. Meine allerliebste Foundation. Und man sieht es halt sehr oft in den Reels, dass ich das super gerne benutze. Und ja, ich habe es halt eben noch nicht nachbestellt. Erstens warte ich auf ein super cooles Angebot. Und ich habe ja noch eine Foundation von Got To Be On My Nude. Ist auch ganz cool. Ich finde aber das hier viel besser, weil es auch eine pflegende Wirkung bei mir auf jeden Fall hat. Ich merke auch, wenn ich einen langen Abend habe und ganz spät nach Hause komme und ganz viel gefeiert habe und mich nicht abschminken möchte, ich bin da ganz ehrlich, dann merke ich am nächsten Tag einfach keine Verschlechterung durch die Foundation. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass meine Haut sogar besser geworden ist. Irgendwas hat sie drin, was meine Haut sogar pflegt. Keine Ahnung was. Und deswegen mag ich das so gerne. Und es ist eine Foundation, die so Mitteldeckkraft hat. Und man kann die auch aufbauen. Das hat man auch ganz oft gesehen. Und das tut mir einfach
voll gut. Also ich liebe diese Foundation und ich will es auf jeden Fall nachkaufen. Was mich auch interessiert, da gibt es bei dieser Foundation noch eine andere Reihe. Ich glaube, das ist mit Hyaluron oder irgendwas. Also mit so einer roten Schrift. Das interessiert mich auch. Vielleicht werde ich das auch irgendwann bestellen. Witzigerweise gibt es auch dafür bei dieser Reihe auch einen Concealer, den ich persönlich nicht gut finde. Also ich habe den nie gekauft und Langzeit probiert, weil einfach auch schon im Laden nicht den getestet habe oder es gibt einfach keine passende Farbe dazu bei mir. Genau, das war das. Es gab einfach keine passende Farbe für mich. Irgendwie waren die zu rosa oder zu gelb oder zu dunkel oder zu hell. Also es gab keinen passenden Concealer aus dieser Reihe, ne? Aber geht es ja um die Foundation und ich, wie gesagt, ich finde die cool, ich finde die gut und ich habe es jetzt schon mehrmals nachbestellt in der Farbe 4 und ja, voll gut. Ja, cool, der Korb ist leer. Ich bin ganz gut und schnell durchgekommen und ich hoffe, das Video jetzt war wirklich kurz. Also auf meiner Dings steht 22 Minuten. Ich bin happy. Okay, so soll es immer sein, oder? Gut, das war das ganze Video. Das waren die ganzen Produkte, die ich seit dem letzten Video aufgebraucht habe. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr Erfahrung habt zu diesen Produkten und welche und wie ihr sie fandet. Und ja, meine Stimme gibt jetzt nach. Ich verabschiede mich jetzt an der Stelle und ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Und ich würde mich freuen über Daumen nach oben und über zahlreiche neue Abonnenten. Deswegen gerne diesen Kanal abonnieren. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dann.